Der Salzburgring hat sich in den letzten 50 Jahren verändert. War ja ursprünglich ein Motorsport-Hotspot, ist er heute ein multifunktionales Veranstaltungsgelände. Von Motorsportveranstaltungen über Musikevents wie das Electric Love Festival bis hin zu Automobiltests der Industrie wird das Gelände im Nesselgraben heute genutzt. Pünktlich zu seinem 50-jährigen Bestehen hat in Kooperation mit der Salzburger AG die E-Mobilität am Salzburgring Einzug gehalten. Die Zukunft ist, so wie es derzeit ausschaut, gerade in der Automobilität einfach Elektro. Es ist ein Thema, es ist auch im Rennsport ein Thema. Und somit war das für mich klar, dass wir als Salzburgring, wo wir uns Nischen suchen müssen, weil wir ja nicht mehr als Rennstrecke Sachen wie MotoGP oder Formel 1 sowas gar nicht in Frage kommen, müssen wir uns andere Dinge suchen. Somit war das Anforderungsprofil klar, Elektromobilität zu machen für unsere Partner, die Automobilkonzerne, die bei uns ja Forschung und Entwicklung betreiben. Und somit wollten wir denen einfach die Plattform geben, auch hier am Salzburgring, dies zu bewerkstelligen. Und wer weiß, wie sich der Rennsport entwickelt, vielleicht wird er wirklich elektrischer. Und dann haben wir hier mit den Möglichkeiten gemeinsam, die wir mit der Salzburger geschaffen haben, einfach idealere Voraussetzungen. In nur 18 Monaten wurde am Salzburgring eine E-Ladeinfrastruktur geschaffen, die auf Europas Rennstrecken einzigartig ist. Im Bereich der Boxen errichtete die Salzburger AG 6 E-Ladestationen der neuesten Generation. Da der Salzburgring die letzten 50 Jahre mit einem vergleichsweise geringen Stromvolumen auskommen musste, waren erhebliche Baumaßnahmen notwendig, um die jetzige Leistung von insgesamt 900 kW herzustellen. Der erste Punkt war einmal die Erhebung, was ist der Bedarf hier, was braucht man, damit man sagt jetzt einmal in Zukunft die Autohersteller mit solchen Ladestationen versorgen kann. Dann ist in die Netzplanung gegangen, also aber die Netz GmbH hat dann die Planung gemacht bezüglich der Anschlussleistung. Und dann war noch bauseits die Planung bezüglich Fundamente und so weiter. Die Bauarbeiten waren erheblich, also wir haben mehrere Trafostationen tauschen müssen bzw. neu errichten müssen. Und auch die Kabeltrassenführung hat neu gemacht werden müssen. Pro Ladestation stehen den Fahrzeugbesitzern bis zu 150 kW zur Verfügung. Somit kann an jeder Station entweder ein Fahrzeug mit 150 kW oder gleichzeitig zwei Fahrzeuge mit je 75 kW Ladeleistung geladen werden. Mit den neu geschaffenen E-Ladestationen am Salzburgring wird das Gelände auch für die Automobilindustrie interessant. Europaweit gibt es keine derartige Infrastruktur, um Elektroautos in einem abgeschlossenen Gelände zu testen. Das eröffnet zukünftig neue Möglichkeiten für die Betreiber des Salzburgrings. Nein, wir haben konkrete Pläne einfach für die Konzerne, die ihre Projekte hier mit uns durchführen, einfach auch die Plattform zu geben, mit Elektrofahrzeugen das zu machen. Wir haben Entwicklungsfahrten, wir haben Forschungsfahrten, wir sind ein abgeschlossenes Areal. Dadurch sind jetzt auch Dinge möglich, wo Hersteller unter Umständen nicht immer in der Öffentlichkeit diese ganzen Dinge zeigen möchten. Auf der anderen Seite wollten wir aber auch ein Zeichen setzen mit diesen Ladestationen und sagen, bei uns gibt es Elektromobilität, es kann auch jeder zu uns kommen und sein Fahrzeug bei uns laden. Also es ist ja öffentlich zugänglich, sofern nicht jetzt gerade eine Veranstaltung hier ist. Als einer der ersten testet für uns der Rennfahrer Jakob Schober die Ladestationen. Zuvor begleiten wir ihn aber noch bei seiner Runde in einem BMW i8 über den Ring. Hat er Erwartungen an den Hybridsportwagen im Renneinsatz? Also das ist total schwierig zu sagen, weil ich normalerweise ja in Rennautos unterwegs bin und ein Straßenauto wie der i8 ja nicht ganz normal ist für mich. Jetzt dazu kommt auch noch, dass er Hybrid ist und ich bin natürlich am meisten gespannt auf die Akkuleistung. Also wie lang hält die Batterie, wie lang kann ich da schnell Runden fahren, ohne dass er ausgeht. Dann, sobald es auf die Strecke geht, den Sportmodus rein und dann den Elektromotor nur noch als zusätzliche Hilfe haben, wenn man aufs Gas geht. Jetzt sind wir eben hier bei der Boxenausfahrt. So, gehen wir mal Gas. Jetzt hört man zwar den Verbrenner, aber gleichzeitig gibt es eben immer einen Elektromodus dazu. Wir sind jetzt hier in der Nockstein-Kurve. Das ist eigentlich ein bisschen eine Steilkurve und deshalb merkt man bei dem Auto sehr gut, dass er einen niedrigen Schwerpunkt hat. Dadurch nämlich, dass die ganzen Batterien unten im Auto befestigt sind. Speziell in Steilkurven merkt man, dass das Auto wie angepickt quasi auf der Straße liegt.
Wir kommen da jetzt rauf, haben ungefähr ein Tempo von 240 und kommen da eben rein in die berühmt-berüchtigte Fahrerlagerkurve. Da bremsen wir kurz und versuchen da mit dem Auto schnellstmöglich reinzurollen, lassen eine kurze Rollphase drinnen und gehen dann wieder aufs Gas und lassen uns rausdrücken bis an die Radnabe. Da hat es natürlich schon einige wildere Unfälle gegeben. Hier dann hartes Anbremsen in die nächste Steilkurve. Man merkt wieder, das Auto bewegt sich zwar, aber es macht keine unvorhersehbaren Bewegungen. Rein in die Schikane, schön links am Curb. Da ist ganz wichtig, dann hier rechts am Curb sein. Und dann wieder links und schon alles voll am Gas bleiben. Nicht mehr runtergehen. Gas, 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 Gas und raus aus dem Curb. Die ganze Strecke nutzen. Auch da mit dem Serienauto. Also das fährt man hier auf der Strecke wirklich ganz gleich, egal ob das jetzt ein Serienauto ist oder ein Rennauto. Wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe eigentlich recht wenig Erwartungen gehabt, weil es halt das erste Mal für mich war. Motorisch war es wirklich beeindruckend zu sehen, was dieser Elektromotor ausmacht. Also der Verbrennungsmotor ist ja schön und gut bei dem Auto. Wenn aber der Elektromotor und der E-Boost, wie das bei dem BMW heißt, zusätzlich eingegriffen hat, dann hat man einfach gemerkt, dass viel, viel mehr Leistung da war und dann hat das Autofahren gleich 100-mal mehr Spaß gemacht. So Jakob, jetzt bist du ein paar Runden gefahren, draußen am Ring. Wie schaut es aus jetzt mit dem Akku? Das Problem ist, das ist zwar gut gegangen, aber jetzt ist der Akku eigentlich soweit fertig. Jetzt sag einmal bitte, wie man die Autos da laden kann mit diesem System da. Folgendermaßen, du musst das mit der Kundenkarte, musst die Ladestation freischalten und dann kannst du die verschiedenen Ladestecker aussuchen. Ja. Okay. Wenn wir jetzt von meinem BMW i3 reden, also ich kann bis zu 50 kW laden, dann muss ich den nehmen, den DC CCS, der hat eine Ladeleistung bis 75 kW. Dann drücke ich da auf die Tasten, nehme den Stecker dazu und stecke den bei meinem Auto an. Und die Ladung beginnt. Okay, sind diese Stecker jetzt genormt von verschiedenen Herstellern oder ist es so, dass jeder Hersteller da was Eigenes macht? Es ist so, es gibt eine Norm und zwar ist das die europäische Norm. Ja. Das ist jetzt ein CCS-Stecker. Okay. Der wird hauptsächlich in europäischen Autos verbaut, beziehungsweise auch bei den Amerikanern. Es gibt noch ein zweites System, das nennt sich Shademo. Das wird hauptsächlich bei den japanischen Modellen eingebaut. So. Bei deinem i8 ist es ein bisschen anders. Du hast ein Plug-in-Elektrofahrzeug. Okay. Und du kannst das Auto, beziehungsweise bei dieser Ausführung vom Auto, nur mit Wechselstrom laden. Okay. Das heißt, du hast da ein einphasiges Ladegerät verbaut und du kannst da mit 3,7 kW laden. Dann steckt man das Typ 2 Kabel an der Ladestation an. Okay. Und dann zu dir zum Auto und der Ladevorgang müsste jetzt automatisch starten. Und nachdem wir jetzt eben ein paar Runden da Draht haben und noch ordentlich Gas gegeben haben, was schätzt du jetzt, wenn der Akku komplett leer ist, wie lange wird es ungefähr dauern, bis der wieder so eine Leistung hat, dass ich ordentlich auf die Straßen Gas geben kann? Also, nachdem du einen relativ kleinen Akku verbaut hast, ja, gehe jetzt mal davon aus, also ziemlich genau in 2 Stunden wirst du wieder voll sein. Gibt es ja zum Glück ein cooles Lokal da am Salzburgring. Genau. Für den Salzburgring sorgt der Ladepark dafür, dass der Ring auch weiterhin als Entwicklungs- und Trainingsstandort erste Wahl bleibt und so einer gesicherten Zukunft entgegenblickt. Die Salzburger AG wiederum nutzt den Standort als Labor. Ja, für uns heißt es das derzeit, dass wir was haben, was andere noch nicht haben. Das heißt, wir haben vielleicht ein bisschen einen Vorsprung herausgearbeitet dadurch. Es heißt natürlich auch, dass der Salzburgring heute von der Infrastruktur generell im Stromkonzept einfach sehr gut ausgestattet worden ist, gemeinsam mit der Salzburger AG aufgrund dieser Elektrotankstellen und kann vielleicht dadurch einfach andere Dinge tun, die er heute noch nicht kann. Aber wir wollen auf jeden Fall dabei sein, immer einen Schritt voraus in den neuen Trends der Entwicklung der Automobilindustrie. Die Ladestationen wurden errichtet, um eben jetzt einmal, im Bereich der Elektromobilität Erkenntnisse zu bekommen, welche Auswirkungen hat das auf das Stromnetz, wenn mehrere Fahrzeuge mit einer sehr hohen Leistung laden. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch einmal einen Stopover der Formel E oder anderer E-Rennserien am Salzburgring.